Man kann an den Corona-Maßnahmen ja auch Positives abgewinnen. Ne? Ja, ja, klar. Für die ganzen Homeofficer oder die immer schon mal im Homeoffice versauern wollten, das ist natürlich ein Paradies. Kannst du die Anklage nochmal wiederholen? Danke! 88, jawohl! Aber nochmal die Anklage. Teilnahme an einer nicht erlaubten spontanen Kundgebung oder was? Spontan-Demo, Motto Corona. Keine Ahnung. Sie hat mir gesagt, weil Corona gibt es ja schon länger. Aber es war eine hübsche, also wie viele Jahre gibt es Corona schon? Ja, ich mir völlig ins Schnuppe. Mich interessiert eher, wie lange es die Maßnahmen noch gibt. Oh, jetzt war es gerade so schön, war das. Also, Feierabend. Nochmal kurz, wie war die Bilanz heute? Bilanz? Die Aktion war, jetzt weiß gar nicht wie lange, jedenfalls habe ich mitzählt und bei 87 Daumen hoch zu 22 Vogel oder Daumen runter habe ich dann aufhören müssen. Aber es war eine super Aktion, hat Spaß gemacht, außer dass ich jetzt eiskalte Finger habe. Machen wir wieder. Höchste Zeit, Fragen zu stellen. Haben wir tatsächlich aus der Geschichte gelernt? Google-Demo-Termine. Der Lockdown dauert so lange, wie du ihn mitmachst. Die Demo ist in deiner Stadt. Google-Demo-Termine. Einer hat sogar angehalten hier, hat sich mit mir unterhalten. Der auch auf das Demo in Schorndorf ist und so. Ist auch super Aktion, wo kommt ihr denn her? Und ja? Bis später. Alles gut, Marc. Wir sind die Aluhut-Verschwörer, von denen man täglich hört. Als Schwurbler, Spinner, Kurvidioten ständig diffamiert. Wir sind schon sehr, sehr viele und werden immer mehr. Was hier mit uns gemacht wird, ist längst totalitär. Für euch sind alle AfD, wer nicht zu allem sagt, okay. Bestimmte Wörter sind passé, Meinungsfreiheit längst ade. Die Geschichte hat gezeigt, was passiert, wenn alles schweigt? Was passiert, wenn keiner streikt? Sich aus Angst der Lüge beugt. Es ist die Wahrheit, von vielen ignoriert. Die Wahrheit, von Medien diffamiert. Die Wahrheit, von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit, die uns zusammenführt. Mm-hmm.